Herzlich willkommen bei meinem ersten Lightroom Video Tutorial. Mein Name ist Lars Kehrel, daher auch Lake, Lightroom Tutorials Lake für Lars Kehrel. Ich bin nebenberuflicher Fotograf, vor allem im Bereich People-Fotografie unterwegs, also Porträts, Hochzeiten und Lifestyle-Fotografie, Babys und so ein Kram. In meinem Freizeiten, in Urlauben etc. mache ich natürlich auch sehr gerne Landschaftsaufnahmen, Architekturaufnahmen und abends, wenn ich mal Zeit habe, was selten ist, probiere ich mich auch immer mal wieder gerne an Produktfotografie und anderen Dingen aus. In der letzten Zeit war das immer mehr, dass Leute mich gefragt haben, wie bearbeitest du die Bilder nach? Der Look gefällt mir total gut, Lars. Wie machst du das? Kannst du mir mal ein paar Tipps machen? Und zu 90% benutze ich Adobe Photoshop Lightroom. Meiner Meinung nach wirklich das einfachste und effizienteste Tool für die Fotonachbearbeitung. Ich habe auch Photoshop und ein paar andere Sachen. Die braucht man auch manchmal für Spezialfälle, ja, keine Frage. Aber die meisten Sachen kann man mit Lightroom ganz schnell und ganz einfach lösen. Und weil die Fragen so oft kamen und ich einfach da auch immer gerne helfe, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt Videotutorials mache, ein-, zweimal die Woche, ein neues Video und da erkläre, wie ich persönlich in Lightroom bearbeite und was ich da mache. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich der größte Lightroom-Experte aller Zeiten bin. Ich kenne sicherlich auch nicht alles in Lightroom, aber ich benutze inzwischen das Tool wirklich schon seit vielen Jahren, seit Lightroom 2, hatte dann 3, 4 habe ich übersprungen, bin jetzt bei 5 und bearbeite schon lange damit Fotos nach und wie gesagt, es gibt viele Leute, die fragen, wie ich das mache, weil sie die Ergebnisse cool finden, also so ganz falsch fahre ich damit nicht und ich möchte gerne mein Wissen mit euch teilen, damit ihr das auch alle hinbekommt und wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich, ich freue mich dann irgendwie auch vielleicht zu euren Fragen wieder neue Videos zu machen. Meine Idee ist jetzt, in den kommenden Wochen durch dieses Menü hier durchzugehen, von oben nach unten und einfach mal alles zu erklären, was es hier gibt. Ich werde erstmal nur im Entwickeln-Modus bleiben, das heißt Bibliothek, wie man Bilder sortiert und gerade vor allem dieser Bereich rechts, den werde ich erstmal nicht machen. Ja, jetzt haben wir hier markiert, was reines Weiß ist im Bild. Da kommen wir später mal zu, wenn wir das Histogramm machen. Das machen wir heute nicht. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Also wir fangen hier oben an, arbeiten uns auch unten durch. Und wenn wir fertig sind, hört es nicht auf, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Ab dann kommen nämlich Videos, wo ich den ganzen Workflow eines Bildes mache. Da halte ich mich dann aber nicht mehr damit auf und erkläre jetzt, was ist was, sondern zeige nur, wie ich es mache und was ich mache, in welcher Reihenfolge vom Anfang bis zum fertigen Bild und benutze dabei die ganzen Methoden, die ich vorher in den Videos erkläre. Das heißt, es fängt an mit den ganzen Einzelheiten, was ist was, wie funktioniert was und anschließend kommen dann regelmäßig Videos, wo ihr dann die komplette Anwendung seht. Ja, in den ersten Videos heute zum Beispiel sehen wir nur einen Teil. Ich fange also wie versprochen oben an und zwar im Weißabgleich. Der Weißabgleich ist, glaube ich, unterschätzt. Der macht ganz viel, beeinflusst ganz stark, ist ganz elementar für die Bildwirkung. Ja? Also bei so einer Grafik wie jetzt, ja, bei meinem Logo hier, macht das, ist es nicht relevant, sage ich mal. Aber in der Fotografie ist der Weißabgleich wirklich eine wichtige Sache. Und ihr werdet in diesem Video sehen auch, warum. Wir fangen mal mit ich sag mal Landschaftsfotografie, also vor allem nicht mit Porträtfotografie an. Ich habe mal dieses Bild hier mitgebracht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich das hier höher gezogen habe von der Helligkeit, weil es war ein bisschen dunkel. Ja? Obwohl das irgendwie schon 30 Sekunden belichtet ist, aber ich habe da mit einem Graufilter gearbeitet. Von daher war das ein bisschen dunkel. Ich wollte ein bisschen hier diese verwischten Wolken haben. Jetzt haben wir hier diesen Weißabgleich und der besteht eigentlich aus zwei Faktoren, aus der Temperatur und aus der Tönung. Die Temperatur sagt ganz vereinfacht, ja, kalt und warm. Warm heißt, ich gehe hier nach rechts, das Bild wird wärmer. Oder ich gehe nach links und das Bild wird kälter. Ja. Kälter heißt vereinfacht blau, sage ich jetzt mal. Blautöne dominieren. Wärmer, Gelbtöne dominieren. Und die Tönung, die geht entweder in die rote Richtung oder in die Magenta-Richtung, ja, oder in die grüne Richtung. Und ich muss für mein Bild, für das Bild einfach den richtigen Weißabgleich finden, damit es auch das wiedergibt, was ich haben möchte. Ich gehe jetzt doch mal kurz noch aufs Histogramm hier oben ein. Ja? Für die Leute von euch, die das nicht kennen,
Das Histogramm zeigt Helligkeiten an. Also wir sind hier links, da steht es auch unten drunter, schwarz, Tiefen, Belichtung, Lichter, weiß. Das heißt, wir bewegen uns hier von dunkel nach hell. Und dann haben wir hier verschiedene Farben drin. Und grundsätzlich haben wir drei Farben, RGB. Ja, wir haben Rot, wir haben Grün und wir haben Blau. Ja, viele sagen Rot, Gelb, Blau, aber das ist Rot und Grün und Blau. Das heißt, wir haben hier den Rotkanal, wir haben hier den Grünkanal und wir haben hier den Blaukanal. Und wir sehen, der Blaukanal ist hier am dominantesten im hellen Bereich. Der Grüne und der Rotkanal sind dunkler. Darum wirkt dieses Bild auch im Moment bläulich, weil Blau hier weiter rechts im helleren Bereich ist. Grundsätzlich kann man sich merken, wenn man aufs Histogramm guckt, die Farbe, die sag ich mal, rechts auftaucht, die prägt das Bild mehr. Vereinfacht gesagt. Und dann haben wir hier Überschnitte. Wir haben also zum Beispiel Gelb hier. Gelb ist der Überschnitt von Rot und Grün. Dann haben wir Magenta. In dem Bild sehen wir gerade wenig Magenta. Hier ist ein ganz bisschen Magenta, da unten ist ein ganz bisschen Magenta. Magenta ist Rot und Blau zusammen. Die haben hier also wenig Überschnitt. Und dann gibt es noch Cyan. Das ist hier dieses Türkisene, sag ich mal. Das ist Grün und Blau im Überschnitt. Und dann haben wir Grau. Grau heißt, dort sind alle Farben vorhanden. Also wir haben dort Rottöne, Grüntöne und Blautöne. Dann wird das Grau. Da kommen wir später nochmal drauf zu. Aber wir sehen, wenn wir jetzt hier in den warmen Bereich gehen, dass die Rottöne und die Grüntöne nach rechts wandern. Und die Blautöne, ja, da stehen bleiben, wo sie sind. Und wenn wir jetzt in den kalten Bereich gehen, sehen wir Rot und Grün, gemeinsam auch Gelb, wandert nach links, wird also weniger dominant. Und Blau wird viel dominanter, geht weiter nach rechts. Ja, ihr könnt jetzt gleich sehen, zack, da wandert es richtig auseinander. Und ihr seht jetzt ja auch am Bild, das ist knalleblau. Ja. Und ganz ähnlich ist es hier bei der Tönung. Wenn wir hier nach Rot gehen, ja, dann geht Rot stark nach rechts rüber, aber auch Blau geht hier mit rüber. Und hier sehen wir jetzt auch schön den Überschnitt in Magenta. Und wenn wir ins Grüne gehen, dann kommen hier die Töne, die auch Grün ergeben. Und das ist natürlich hier auch das Gelb primär, aber auch Blau. Ja. Aber auch das Rot wandert so ein bisschen rüber. Ja, aber am wenigsten, das Rot bleibt da ein bisschen zurück. Wir haben am Anfang gesehen, also jetzt sind wir hier Benutzer definiert, weil ich bin jetzt hier mit den Schiebern rumrum. Das heißt, wir haben jetzt einen benutzerdefinierten Weißabgleich. Der war am Anfang, ich klicke hier mal drauf, war der auf Wie-Aufnahme. Wie-Aufnahme, das ist der Weißabgleich, den die Kamera mir rausgibt. Die Kamera gibt also schon mal eine Schätzung ab, was sie glaubt, wie der Weißabgleich sein sollte. Ja? Da ist in der Elektronik hinter, die haben da ihre mathematische Logik, die wollen im Durchschnitt ein Neutralgrau erreichen, auch für die Belichtung und für den Weißabgleich geht es auch so in die Richtung. Das heißt, es ist natürlich, ich sag mal, ein objektiver Wert. Das ist mathematisch, aber schöne Bilder sind nicht mathematisch. Das heißt, die Aufnahme stimmt meistens nicht. Ja? Also ist es nicht so, wie ich es haben will. Meine Bildaussage entspricht nicht dem. Ja? In meiner Vorstellung sieht das Bild noch anders aus. Das heißt, ich muss am Weißabgleich arbeiten, damit, oh, das wollte ich jetzt nicht machen, einmal rückgängig gemacht, damit hier das Bild so aussieht, wie ich will, muss ich hier was drehen. Es gibt auch automatisch, das ist jetzt wie Lightroom sich vorstellt, dass das Bild richtig aussieht. Da gibt es auch eine Tastenkombination für, wenn wir jetzt nochmal hier mit Command Z, kennt ihr bestimmt für rückgängig, hingehen und wir drücken jetzt Shift, Command und U. Dann kommen wir auch in dieses Automatische beim Weißabgleich. Egal, wo ihr jetzt hier gerade in der Ebene seid, wenn ihr Shift, Command und U, auf dem Mac arbeite ich jetzt, aber das ist bei Microsoft ganz ähnlich, da ist Command dann halt Steuerung, dann kriegt ihr den automatischen Weißabgleich. In dem Fall will ich dieses Bild jetzt ein bisschen anders haben. Das ist nach dem Sonnenuntergang fotografiert, die sogenannte blaue Stunde. Da hat man eine schöne blaue Färbung. Darum will ich dieses Bild auch cooler haben. Ich will das blauer haben. So ungefähr gefällt mir das schon viel besser. Und die Balance zwischen Rot und Grün, die ist ja schon ganz gut, meiner Meinung nach. Wir sehen jetzt, wenn ich hier ins Warme gehe, dann sieht das Bild aus wie ein ziemlich langweiliger Schnappschuss am Strand.
Was es ja eigentlich auch ist. Aber ich will eine coole Bildwirkung haben. Nicht übertreiben, aber ich will hier ins Blaue rein. Dann hat es viel mehr Drama im Bild und gefällt mir gleich viel besser. So viel also schon mal bei diesem Bild zur Bearbeitung. Das ist jetzt ein cooles blaues Bild. Das nächste Bild ist genau das Gegenteil. Das ist orange, das ist warm. Das ist vorm Sonnenuntergang. Die Sonne knallt hier direkt rein. Darum ganz warme Töne, ja. Das ist die goldene Stunde. Das ist nicht die blaue Stunde, sondern vorm Sonnenuntergang die goldene Stunde. Und hier haben wir darum starke warme Töne. Und das möchte ich auch haben. Die Kamera hat es hier schon ganz gut gemacht vom Weißabgleich, finde ich. Da muss man kaum noch was dran drehen. Aber ich will euch zeigen, was jetzt passiert, wenn man jetzt Lightroom mal fragt. Wir nehmen wieder hier Shift-Command-U und zack, das wird ganz schön kalt. Warum? Ich habe ja vorhin schon gesagt, mathematische Werte, die versuchen, so einen Durchschnittswert zu erreichen, der irgendwie neutral ist. Ja, wo wir also hier im Histogramm vielleicht auch einen großen grauen Bereich haben. Durch Verschieben kann man den noch größer kriegen. Also jetzt ist es quasi perfekt, wenn man sich das Histogramm anguckt. Warum ist es jetzt hier so grau? Weil jetzt habe ich einen Weißabgleich eingestellt, der den Asphalt grau werden lässt. Der Asphalt ist ja auch in Wirklichkeit grau. Und wenn wir uns dieses Bild anschauen, sieht es jetzt auch wirklich einigermaßen realistisch aus. Grauer Asphalt, grüne Büsche, gelbe Sonne. Aber für meine Bildwirkung ist es nicht mehr so cool. Ich fand es vorher viel cooler. Das heißt, wir gehen hier wieder ins Warme, wie Aufnahme. Und jetzt können wir noch ein bisschen fein justieren. Ja, mir ist es ein bisschen zu grün. Das heißt, ich würde hier noch ein bisschen mehr ins Rötliche sogar reingehen. Wird vielleicht ein ganz kleines bisschen kühler gehen. Und jetzt habe ich einen Weißabgleich, der gefällt mir zum Bild. Das ist diese Abendstimme, das ist Stimmung, das ist ein schönes Licht. Und es macht alles der Weißabgleich. Also mit dem Weißabgleich unterscheide ich, ob das Bild so aussieht wie hier, schon fast fertig, da muss man gar nicht mehr so viel machen, oder ob das so aussieht. Ein Riesenunterschied. Alles nur der Weißabgleich. Darum finde ich, dass der so wichtig ist und unterschätzt wird manchmal auch. Ja, hier haben wir so schöne Lensflares drin, die kommen, weil die Sonne direkt ins Objektiv reinknallt, in die Linsen rein. Macht auch einen schönen sommerlichen Effekt. Ja, also diese Weinbergschnecke, die ich hier mit meinem Fahrrad damals fast überfahren hätte bei einer Fahrradtour, die hat da wirklich ein schönes Modell abgegeben. Ein Bild noch, bevor wir zu Porträts kommen, bei uns im Wohnzimmer aufgenommen. Einfach, das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber ich will euch an dem Bild was zeigen, und zwar, dass man bei einem Bild wie diesem, bei so einem Stillleben, sehr viel Spielraum hat, was ich hier einstellen kann zwischen warm und kalt vor allem. Ich kann hier in den kühlen Bereich gehen und habe eine coole Bildwirkung. Zu cool darf ich nicht werden, zu kalt, weil dann die Farbe der Blüten verloren geht, ja, dieses Lila oder was das ist, ja. Und ich kann aber auch hier ziemlich weit rüber rutschen, ja, über die Hälfte dieses Diagramms ins warme Bereich. Und beide Ergebnisse, sowohl hier als auch hier, sind vorzeigbar und sind durchaus legitim. Mir persönlich gefällt jetzt auch hier die warme Bildwirkung mehr, sommerlich. Wir haben jetzt Sommer und so im Wohnzimmer sitzend ist es ganz schön. Aber man kann auch durchaus hier diesen Look nehmen. Ja, der ist sehr originalgetreu. Oder man nimmt den warmen Look. Ich finde den warmen besser. Wir haben jetzt ja schon gesehen, dass es hier verschiedene Presets gibt. Also Blitz zum Beispiel. Ja, wenn man blitzt, kann man den nehmen. Beziehungsweise wenn die Kamera den Blitz benutzt, dann weiß die das auch und nimmt auch schon. Bei Wie-Aufnahme hat man dann schon sowas Ähnliches. Wenn man draußen ist, kann man Tageslicht nehmen. Das ist sehr ähnlich wie Blitz. Das sind diese 5500 Kelvin. Kelvin ist der Wert. Und dann passt es. Was man auch machen kann, außer hier rumzuschieben oder einen dieser Presets zu nehmen, man kann im Bild einen neutralen Wert auswählen. Und zwar geht es mit dieser Pipette. Das ist, was steht da? Weiß, Abgleich, Auswahl oder sowas, Tool. Wenn ich hier draufklicke, nehme ich die. Und jetzt muss ich mir im Bild einen Bereich suchen, der neutral ist, der also keine Farbe hat, wie zum Beispiel die Wand, die ist grau, weiß, ja, die ist ein Grauwert, die ist irgendwas zwischen strahlend weiß und pechschwarz, ohne Farbe. Wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert nicht viel, ja, weil das Bild vorher schon gut war. Wenn ich jetzt ins Kältere gehe und jetzt nehme ich die Pipette und ich klicke hier drauf, seht ihr, dass das was ändert. Und zwar bestimmt die Pipette jetzt,
Das soll ein Grauwert sein und dann wird das ganze Bild so verschoben, hier die beiden Regler, dass dieser Bereich, wo ich hingeklickt wird, ein perfektes Grau wird. Dass dort also Rot, Grün und Blau genau gleichmäßig verteilt sind. Man sieht es auch, ich gehe jetzt extra nochmal hier in den zu warmen Wert rein, wenn ich die Pipette nehme und ich gehe hier drauf, dann seht ihr unterhalb dieses Fensters, was ich damit geöffnet habe, drei Werte, RGB. Und wir sehen Rot 79,2. Grün 77,5 und Blau 71,4. Das heißt, Rot und Grün sind hier sehr stark, also mehr vertreten als Blau. Die haben einen höheren Wert. Und wenn ich jetzt hier draufklicke und ich nehme die Pipette jetzt wieder und gehe hier drauf, jetzt seht ihr unten 76,6, 76,6, 76,4. Die Werte sind quasi alle gleich und darum ist es da hinten grau. Das ist das, was hier passiert mit der Pipette. Tastenkürzel W. Wenn ihr W drückt, egal ob ihr jetzt hier gerade im Grundeinstellungsmenü seid oder woanders, wenn ihr W drückt, kriegt ihr die Pipette. Das heißt, ihr müsst nicht immer hier mit der Maus dahin klicken. Ihr könnt auch hier irgendwie gerade woanders beschäftigt sein. Und wenn ihr jetzt hier im Bild seid und ihr drückt W, kriegt ihr die Pipette für den Weißabgleich. Wichtig ist, ihr müsst einen Bereich auswählen, der neutral ist, der keine Färbung hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dieses grüne Blatt hier drückt. Was wird dann passieren? Überlegen wir das schon uns einmal. Der Bereich, der grün ist, der also zum Beispiel hier links liegt bei der Tönung, der wird neutral. Der rutscht also hier rüber in die Mitte, weil in der Mitte ist neutral. Das heißt, alles, was neutral ist, wird rot werden. Und alles, was rot ist, wird noch röter werden. Wir probieren das mal aus. Ich drücke mal hier auf grün. Wir sehen es. Ja, alles, was neutral war, ist hier ins Rote gegangen, beziehungsweise das ist hier so ein komischer purple-lila Ton. Das sieht jetzt natürlich Panne aus, das Bild. Ja, könnte man jetzt als künstlerischen Effekt verkaufen. Was hat Lightroom gemacht? Lightroom hat jetzt versucht, dieses Blatt grau werden zu lassen, weil ich hier mit meinem Weißabgleich Dingens auf dieses Blatt gedrückt habe. Das Gegenteil, wenn ich jetzt auf diese rötlichen Blätter drücke, wird alles grün, weil natürlich hier bei diesem Tönungsregler alles nach links geschoben wird, damit die Werte, die hier im roten Bereich waren, jetzt hier im neutralen Bereich in der Mitte liegen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, aber man kann sich das hier richtig bildlich vorstellen. Auf dieser Schiene, auf der Tönungsschiene, dass wenn ich auf was Rotes klicke, hier rechts, wenn das neutral werden soll, muss ja das nach links wandern, dass dann auch was vorher neutral wird, auch nach links wandern. Das heißt, was vorher weiß war, hier hinten, wird, wenn ich hier draufklicke, grün. Das ist ganz logisch, das kann ich vorher schon sagen, weil ich weiß, wie sich hier die Regler verschieben. Ich will jetzt einen neutralen Wert und sag, der ist jetzt mathematisch korrekt, aber für mein Bildgefühl will ich es ein bisschen wärmer haben, weil es ist Sommer gewesen. Ja, ist total legitim, nicht den perfekten Weißabgleich zu nehmen, der mathematisch korrekt ist, der auch vielleicht der Realität entspricht, sondern wenn ich das Bild ein bisschen wärmer haben will, dann mache ich hier einfach ein bisschen wärmer. So viel zu Nicht-Porträts. Jetzt nehmen wir nochmal geschwind Porträts. Ich merke, das Video wird schon wirklich auch ein bisschen lang. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Dieses Bild zum Beispiel ist sehr einfach für einen Weißabgleich, weil wir haben hier ganz viel Grau. Das ist eine graue Wand im Hintergrund. Der Herr hat noch irgendwie ein graues Jackett an. Und ihr seht schon, wie Aufnahme, das ist schon ziemlich gut. Jetzt sehen wir hier, wir haben auch riesen graue Flächen. Ja, wir haben hier die Fläche, das ist so ein dunkler Bereich, wo ein bisschen das Blaue im rechten Bereich ist, also die ein bisschen blauer sind, die dunklen Bereiche. Und die sind, hier werden zum Teil dann übrigens gerade Sachen markiert, die blau sind, das sind die Schwarzwerte. Wenn ich hier drauf gehe, alles, was ganz schwarz ist im Bild, wird hier angezeigt. Das Gegenteil ist übrigens weiß, habe ich jetzt in dem Bild glaube ich nicht, das wäre dann rot angezeigt. Das Histogramm machen wir in einem anderen Video mal. Also dieser Bereich, den wir hier sehen, das ist sein Jackett, das ist die Krawatte, das sind seine Haare. Die haben Helligkeitswert, den man im Histogramm hier findet. Und dieser Riesenhügel hier, das ist im Hintergrund die Wand, eindeutig. Und wenn ich jetzt, wir sehen, dass hier der blaue Bereich ein bisschen weiter rechts ist. Das heißt, die Wand ist leicht bläulich, was ich so mit meinem Auge hier an meinem kalibrierten Monitor auch ein bisschen sehe. Wenn ich jetzt das Auswahlwerkzeug nehme und hier hinten auf die Wand klicke, dann wird das hier, wir haben jetzt gesehen, das Blaue ist hier ein bisschen nach links reingerutscht. Jetzt haben wir hier eigentlich einen perfekten Weißabgleich in diesem Bereich. Ja, die Wand ist jetzt wirklich perfekt grau. Neutralgrau würde ich es noch nicht bezeichnen, weil die Helligkeit neutralgrau auch bedeuten würde, dass der Höhepunkt wirklich hier ist. Das heißt, wir können mal kurz Helligkeit hier ein bisschen runtergehen.
Jetzt ist der Hintergrund quasi, was man als neutralgrau bezeichnet. Aber ein bisschen heller sieht natürlich schon nett aus bei so einem Porträt. Wir können das auch erreichen, wenn wir jetzt nicht die Pipette hier hinten nehmen. Ich verhunde jetzt nochmal ein bisschen den Weißabgleich, indem wir uns hier das Histogramm anschauen und einfach mit den beiden Reglern versuchen, diesen Bereich möglichst grau hinzukriegen. Ja, da ist jetzt grau, und jetzt müssen wir noch den anderen nehmen. Müssen das mal ein bisschen übereinander schieben. Okay, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen gegenkorrigieren. Sodale. Jetzt habe ich, ohne die Pipette zu nutzen, nur durch Gucken auf das Histogramm und durch das Verschieben der Temperatur und der Tönungsregelung auch den Weißabgleich wiederhergestellt. Und dann haben wir bei dem Bild hier auch eine tolle Hautfarbe. Das ist bei Porträts wichtig. Ein guter Weißabgleich ist wirklich wichtig, weil Haut sonst bescheiden aussehen kann. Also wenn wir hier zu kalt sind, dann sieht das Bild ganz cool aus, aber der Typ ist zu blass. Kann gewollt sein, das sieht modern aus. Kühle Farben sind bei Business-Porträts und sowas werden gern mit Modernität verbunden. Das ist von daher auch in Ordnung zu nutzen. Und im Lifestyle benutzt man gern warme Farben. Das ist bei dem Bild jetzt nicht das Richtige, weil das so sommerlich und warm wirkt. Aber hier ist es ganz einfach. Ihr nehmt einfach dieses Auswahlwerkzeug und nehmt den grauen Hintergrund. Kann auch eine weiße Wand sein oder irgendwas und klickt drauf und zack, habt ihr den perfekten Weißabgleich und tolle Farben. An dem Bild muss man jetzt gar nicht mehr so viel machen. Man kann jetzt noch ein bisschen Retusche machen, ein bisschen mit Farben arbeiten. Das machen wir in anderen Videos. Hier haben wir jetzt ein anderes Bild. Das ist jetzt eher so ein Lifestyle-Porträt, Ganzkörperporträt von der Tine im Heidelberg im Schlossgarten. Der Rasen ist leider nicht so schön. Da könnte man dann später mit Photoshop hier zum Beispiel das alles ein bisschen stempeln, damit es schön grün aussieht und nicht so ein bisschen braun und Blätter. Aber um den Weißabgleich jetzt nochmal zu betrachten, das ist jetzt wie Aufnahme. Meine Kamera hat also gesagt, so ist der Weißabgleich ganz korrekt und das ist auch nah an der Wahrheit. Also mein Auge sagt, das sieht alles ziemlich natürlich aus. Wenn wir jetzt mal gucken, Shift-Command-U. Okay, wir haben gesehen, jetzt kam ein leichter Rotstich dazu. Das heißt, Lightroom würde den Weißabgleich jetzt ein bisschen rötlicher noch gestalten. Kann ich auch mit leben. Man kann jetzt aber noch ein bisschen korrigieren und für mich persönlich, das ist ein sommerliches Lifestyle-Foto, gehe ich hier noch ins Wärmere. Das heißt, ich mache das Bild wärmer und nehme vielleicht ein bisschen das Rot raus, nicht zu doll. So, und habe jetzt schon einen Weißabgleich, der ganz gut aussieht. Ja, jetzt steinigt mich nicht, das Bild sieht noch nicht wirklich perfekt aus, aber ich will jetzt nicht mehr Korrekturen annehmen, weil ich da jetzt in die anderen Tools gehen müssen. Wir wollen jetzt nur den Weißabgleich uns angucken. Ich würde sogar einen Tick noch wärmer gehen, muss dann aber später bei den Farbregelungen die Orangetöne vielleicht ein bisschen rausnehmen, damit das Bild, vor allem die Haut, nicht zu orange wird. Wir könnten natürlich auch wieder die Pipette nehmen und einfach mal hier auf das schwarze Shirt gehen. Das Problem ist hier, das ist vom Helligkeitswert des T-Shirts schon so dunkel, dass es nicht mehr so ein zuverlässiger Indikator ist. Ist meiner Meinung nach zu grün jetzt das Bild. Wir gehen wieder zurück, so sah es besser aus. Das heißt, wenn wir diese Pipette nutzen, auch nochmal vielleicht für euch zur Erinnerung, versucht Werte zu nehmen, die im Graubereich so irgendwo in der Mitte sind, also die so ein mittleres Grau sind, so wie hier der Hintergrund vom Lightroom. Sowas ist perfekt. Wenn wir so ein fast schon schwarz nehmen hier, wie hier auf dem Bauch, das kann eher mal schief gehen. Oder wenn wir ein ganz helles Weiß nehmen, wie hier unten bei den Schuhen, wenn es ganz helle Werte sind, sagt uns Lightroom sogar, dass es nicht akzeptiert, hier geht's. Der Weißabgleich sieht jetzt besser aus zum Beispiel. Aber da muss man aufpassen, die extrem hellen und dunklen Werte sind auch nicht mehr so gut als Weißabgleichswerte zu benutzen. Also nehmt einen Grauwert, der möglichst nah an diesem mittleren, neutralen Grau ist. Was man als kleinen Trick mitnehmen kann, darum habe ich hier noch das letzte Bild. Vom Thorsten, der guckt jetzt hier ein bisschen komisch, weil ich ihm gesagt habe, bei dem Bild kannst du gucken, wie du willst. Ich muss nur einen Weißabgleich richtig machen. Man kann so ein Stück Papier nehmen und das einfach bei jeder neuen Lichtsituation einmal mitfotografieren. Dann kann man da den Weißabgleich machen und den kann man dann in die anderen Bilder, in die richtigen Porträtfotos, die man dann macht, übernehmen. Bei Papier muss man aufpassen. Papier ist oft, da sind ist ein bisschen blaue Farbe drin, damit es so strahlend polarweiß aussieht, das Papier. Das heißt, es ist gar nicht wirklich weiß, sondern ist leicht bläulich. Oder ihr habt so Ökopapier, das ist leicht gelblich. Und das sehen wir hier auch. Ich habe das gemacht, das Papier lag dort rum bei der Location. Bin dann gar nicht so zufrieden gewesen, weil wenn ich jetzt hier draufklicke, sieht das Bild zu grün aus. Bei dem Bild habe ich aber was anderes gefunden, was gut funktioniert. Und zwar hier hinten, das sind so Stahlträger, das ist beim Schloss in Mannheim bei der Uni. Die sind ziemlich gut. Wenn ich hier draufklicke, die sind nämlich grau, auch in Wirklichkeit, kriege ich einen Weißabgleich, der ganz gut aussieht.
Was kann ich machen, wenn Papier nicht so eine gute Lösung ist? Bei extremen Lichtverhältnissen ist es immer noch ein guter Näherungswert. Aber es gibt noch bessere Tools, die habe ich auch, nur ich habe die irgendwie oft nicht dabei. Und zwar eine Graukarte, die kann man kaufen und die hat einen genormten grauen Wert. Die ist also genau dieses Neutralgrau, auch von der Helligkeit genau in der Mitte, 50% weiß, 50% schwarz, gibt genau dieses mittlere Grau. Oder sogar so ein Color Checker. Da gibt es verschiedene Modelle auch von. Da sind nicht nur Grauwerte, sondern auch Farbwerte drauf. Da kann man dann, wenn man es kompliziert macht, sogar noch mehr drüber kalibrieren. Gebt denen dem Model einfach in die Hand, diese Graukarte oder den Color Checker. Und dann könnt ihr da den Weißabgleich drauf machen und das in die anderen Bilder, wo das Model dann diese Karte natürlich nicht mehr vors Gesicht hält, übernehmen. Immer denkt dran, wenn ihr die Location ändert, dass ihr den Weißabgleich nochmal neu machen müsst. Das heißt auch nochmal die Graukarte abfotografieren dort, da wo das Model steht. Also das kann man hier machen mit diesem Papier. Aber besser ist eine Graukarte. Oder bei Hochzeiten zum Beispiel hat der Bräutigam auch oft ein weißes Hemd an. Da kann man dann den Hemdkragen nehmen oder das Jackett, wenn es ein graues ist. Hochzeitskleider sind oft weiß. Aber noch häufiger sind sie cremefarben. Was mache ich bei Hochzeitskleidern zum Beispiel? Habe ich jetzt gerade kein Bild ausgesucht. Ich mache den Weißabgleich aufs Kleid. Also ich nehme die Pipette auf dem Kleid. Jetzt weiß ich aber, das Kleid war cremefarben. Cremefarben heißt, ich muss gelber gehen und gehe dann einfach ein Stück hier rechts nach oben. Und dann habe ich auch einen guten Weißabgleich. Das ist zum Beispiel eine Methode, die man auch machen kann. Genau. Shift-Command-U für den automatischen Weißabgleich, W, um die Pipette in die Hand zu nehmen. Das sind die beiden Tastenkürzel, die ihr jetzt heute vielleicht noch neu gelernt habt. Hier rumschieben, Kelvin heißt der Wert. Da könnt ihr, wenn ihr euch das merkt, das klingt dann ganz toll, wenn ihr sagen könnt, ah, hier sind jetzt ungefähr 5500 Kelvin. Das wäre Tageslicht, das sieht man zum Beispiel, wenn man hier auf Tageslicht geht. 5500 ist so ein Standardwert. Wenn ihr im Baumarkt Lampen kauft, könnt ihr dort auch sehen, die haben auch Werte. Wenn die 5500 haben, dann sind es Tageslichtlampen, die ein sehr neutrales Licht haben. Es gibt aber extra wärmere und kältere Lampen. Da steht dann dieser Kelvin-Wert, den ihr hier seht, der steht auf diesen Glühbirnenverpackungen dann drauf. Das ist das, was wir jetzt in diesen, was haben wir jetzt, 20, 25 Minuten gelernt haben. Und ich glaube, viel mehr kann man über einen Weißabgleich kaum reden, wie ich. Ich rede gerne viel, das merkt ihr jetzt schon. Ich hoffe, ihr lernt was. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Sagt, was fandet ihr gut, was fandet ihr doof. Ich sage zum Beispiel ganz oft so, ja, im Video, ja, jetzt zum Beispiel. Das findet ihr vielleicht doof. Dann sagt mir das, dann probiere ich im nächsten Video das weniger zu machen. Liked auf Facebook die Lake Lightroom Tutorial Seite. Die hat jetzt bisher ein Like, das bin ich. Weil ich noch keine Videos hochgeladen habe, das ändert sich hoffentlich in der Zukunft. Lake Photography, das ist meine Seite als Fotograf. Das ist meine Webseite bei YouTube. Ich verlinke das auch alles in den Kommentaren, will ich jetzt gar nicht so drüber schwätzen. Könnt ihr gerne liken, wenn es euch gefällt und followen, damit ihr mitkriegt, wenn es neue Videos gibt. Ich werde jetzt jede Woche ein, zwei Videos hochladen und die ganzen Lightroom-Grundlagen erklären. Wenn ich damit durch bin, gibt es danach weiter Videos, wo ich dann immer den ganzen Workflow eines Bildes vom Anfang bis zum Ende erkläre, beziehungsweise einfach mache und ihr könnt zuschauen. Ich werde dann nicht mehr so viel in die Details gehen, weil ja in den Videos davor, die jetzt kommen werden, schon die ganzen Details, alles wirklich ganz detailliert erklärt sein wird. Mich freut es, dass ihr das Video geschaut habt, dass ihr jetzt die halbe Stunde oder wie lange das war, wirklich durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt zum Thema Weißabgleich. Im nächsten Video mache ich weiter. Ich glaube, ich mache diesen ganzen Block zusammen: Belichtung, Kontraste, Lichter, Tiefen, Weiß, Schwarz. Ich tippe mal, dass das so eine Viertelstunde Video sein wird, ein bisschen weniger als der Weißabgleich. Ich werde neue Bilder nehmen, werde euch daran erklären, was man hier verstellen kann und was ich am liebsten mache. Ich verrate euch schon mal, mein Lieblingsregler ist bei diesen Reglern dabei. Also schaltet beim nächsten Mal nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Lake Lightroom Tutorials. Vielen Dank und ciao.